Servus zu unserer dritten Folge des Podcasts Projektabhängig. Heute haben wir ganz ein akutes Thema. Gell? Gestern hatten wir so einen Fall, wo ein sehr geschätzter Freund und Kollege ein kleines Problem hatte. Und dann haben wir uns besprochen, Jordi, haben wir gesagt, da machen wir noch gleich eine Folge draus. Absolut. Und es wird richtig spannend heute. Bist du süchtig nach neuen, kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig, denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael Mach und Jürgen Breu. Nein. Ein Wort, das man nicht aufzahlen kann, gell? Vor allem nicht in der Kreativbranche. Genau so ist es. Also heute geht es wirklich um das Thema Nein sagen, ums Thema Wertschätzung. Und ich würde sagen, wir rufen mal jetzt einmal einen Kollegen an. Das machen wir jetzt einmal gleich live. Schauen wir, wie das so funktioniert. Das ist sowieso absolut spannend, weil ich den Kollegen jetzt erst so das erste Mal kennenlerne übers Telefon. Und dann schauen wir mal. Servus. Hi. Wer am Telefon? Wie soll ich mich vorstellen? Stell dir vor, wie du willst, Dennis. Servus. Ich bin der Dennis. Ihr seid alle da, oder? Alle beide? Wir sind beide da. Also Jordi, Dennis, Jordi, ihr kennt euch noch nicht, ja, nur vom Hören. Also Jordi, habe ich schon viel von dir erzählt beim Dennis. Viele Legenden habe ich schon gehört. Ja. Okay. Und ich habe ihm gesagt, du bist ein ganz anständiger und du benimmst dich, sonst piept man dir die ganze Zeit weg. Also das heißt, du hast den Piepston schon vorbelegt. Genau, der Finger ist am Abzug. Also wir haben uns tatsächlich gedacht, für diese Folge, gerade wenn wir jetzt jemanden interviewen, dass sich derjenige, der interviewt wird, halt einfach selber vorstellt. Genau. Wir wollen da niemanden irgendwas vorwegnehmen oder irgendwelche Worte in den Mund legen. Deswegen darfst du dich gerne selber einleiten. Okay. Gut, ich bin der Dennis und dann, wie muss ich weitermachen? Ich bin die Schlampe, die im Web irgendwie aktiv ist. Was machst du so, Dennis? Was mache ich so? Eigentlich alles, was im Internet zu tun hat. Kein Design. Kein Design, eher die technischen Umsetzungen. Also das heißt, alles, was Coding betrifft. Genau, alles. Keine Extension-Entwicklung, eher die Frontend, Typo3, WordPress, Shopware, Oxid und digitales Marketing. Kann genau, man so sagen. SEO ist also ein bisschen dein Thema, gell? Ja, genau, größtenteils der technische Part, weil ich meine, eigentlich über datengetrieben kannst du dir alles eigentlich so und logisch so weit ableiten, was du brauchst. Und deswegen ja auch irgendwie mit reingeschlippert. Auch eins der Fokus- oder Tauchthemen. Es ist mittlerweile so viel im digitalen Bereich, dass du es eigentlich nicht mehr direkt abgrenzen kannst, meine ich. Du hast aber so abgespacede Titel, so mit Waterproofed Web Wizard und was war mit einem Unicorn? Und Member of the Unicorn Squad, genau. Genau. Wobei, es hieß ja, vor ein paar Jahren war es ja auch noch das SEO-Jack. Das war ja auch noch so eine Geschichte, wo ich dann auch quasi das ein oder andere Mal gebucht worden ist, weil die gedacht haben, das ist wirklich ein Titel. aber Waterproof Web Wizard, genau. Dennis, du bist selbstständig? Ich bin selbstständig, genau, 100% selbstständig. Seit Anfang dieses Jahres. Wieder einmal. Warst lange jetzt in der Agentur, gell? Genau, ich war lange in der Agentur oder über so eine Off-On-Beziehung, habe dazwischen auch noch ein bisschen so Agenturhopping betrieben. Und dann irgendwann ist es einfach dazu gekommen, dass ich gesagt habe, nee, ich habe eigentlich keine Lust mehr, die Entscheidungen vom Geschäftsführer so mitzutragen und habe dann gesagt, nee, das mache ich unter eigener Flagge. Bin aber doch für die eine oder andere Agentur immer noch weiter tätig, aber halt unter eigener Flagge.
Dennis, weil du oder weil ich das so aus dem Off immer wieder mal mitbekommen habe, dass du mal in einer Agentur tätig bist und einmal selbstständig bist, mich jetzt interessiert, weil ich dich ja noch gar nicht kenne, so wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Also bist du da über eine Ausbildung reingekommen oder hast du dir das selber angeeignet? Wie kam es dazu und wie hat sich all dieses Wechseln zwischen Selbstständigkeit und Arbeitnehmerdasein entwickelt? Okay, also vielleicht wollte ich mal kurz aber ganz kurz nur, also ich bin ja eigentlich gelernter Zimmermann gewesen, ursprünglich. Erste Ausbildung war ein gelernter Zimmermann. Und hab dann mit Abschluss, muss ich dazu sagen. Also ich bin auch wirklich Geselle gewesen und gesundheitlich dann durch das eine oder andere dann zu einer Umschulung gegangen oder Umschulung gezwungen worden und habe mich dann zum klassischen Mediengestalter im Bereich Non-Print, also der einzige in der Klasse, der Bereich, den Non-Print gemacht hat, und den Operator dazu. Weil die Klasse so klein war, dann konnte es noch den PHP-Bereich noch mitnehmen, also Datenbankanbindung. Und habe dann quasi die zwei miteinander abgemacht, habe aber die klassische Ausbildung zum Mediengestalter im Bereich Non-Print, also digital gemacht. Aber so wie du in dem ersten Podcast, wo ich von euch gehört habe, quasi auch mir eigentlich den größten Teil denn selber beigebracht nach dem Abschluss, IHK-Abschluss. Und bin dann, ja, weil du kriegst halt irgendwie das Basic-Setting kriegst du irgendwie so mit, merkst aber relativ schnell, dass du in der Praxis doch weit ab vom Schuss bist und hab mir dann quasi immer wieder verschiedene Tutorials, Udemy oder auch Codecademy reingezogen, selber irgendwie Autodidakt das Ganze, beigebracht. Und halt extrem wichtig fand ich immer den Austausch auf verschiedenen Barcamps, gerade im Bereich Typo 3, das ist eine ziemlich geile Community, den Austausch immer wieder mit anderen Kollegen, um einfach das Coding noch zu verfeinern, zu spezialisieren, dass es halt auch Standard ist, wenn du mit anderen Teams oder anderen Leuten zusammenarbeitest, dann ist das, glaube ich, essentiell wichtig, dass du irgendwie so einen sauberen Code schreibst, den auch andere verstehen und deswegen, ja, habe ich mir das eigentlich größtenteils nach der Ausbildung selber beigebracht. Also der Stand, der heute existiert, ja. Also ich muss da vielleicht mal ein bisschen einschreiten. Ich kenne jetzt den Dennis schon einige Jahre, Dennis, gell? Wir kennen uns schon, arbeiten auch schon seit längerer Zeit miteinander und ich muss jetzt da fast einmal eine Lanze brechen, weil es ist ja schon so ähnlich wie der Jordi. Also ihr seid ja da so meine Lieblingsmenschen, was das betrifft, weil im Arbeitsleben gute Kollegen, treue, verlässliche Kollegen ist ja nicht selbstverständlich. Und auch mit denen man sich ständig austauschen kann und so ein bisschen Selbsttherapie betreiben kann, das ist ja ganz wichtig. Weil ich glaube, uns Selbstständigen, ich zähle jetzt dich einfach da auch dazu, Jürgen, du hast zwar ein Angestelltenverhältnis, gell, aber bist ja trotzdem selbstständig sozusagen oder nebenbei. Und es ist halt unheimlich wichtig, so wie Angestellte in die Arbeit gehen und sich vielleicht auf die Kollegen freuen, glaube ich, ist es für uns Selbstständige so, wenn wir uns gegenseitig anrufen oder irgendein Meeting haben oder uns treffen, ist es genauso diese Bereicherung, die jeder Mensch auch im Arbeitsleben braucht. Also, und warum ist es so? Weil die Leute, von denen ich jetzt gesprochen habe, also mit denen kann man eben Probleme lösen. Also aber im Dennis ist es so, ich kenne jetzt noch nie ein Thema, das er nicht oder nie gelöst hätte. Also er ist eigentlich auch so ein Freak und ich glaube, das macht uns doch alle aus, also vor allem im Designbereich. Man muss ja irgendwie ein bisschen einen Touch von Verrücktheit haben und deswegen macht es auch Spaß, mit ihm auch Projekte zu stemmen, ebenso wie mit dir. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, warum man auch sagen kann, wann ist jemand gut oder wann ist jemand wirklich so ein Crack auf seinem Gebiet. Ich glaube, es ist schon so, wenn einfach Dinge gelöst werden. Also wenn es keine offenen Themen gibt, wo man sagt, na, keine Ahnung, sondern es wird immer eine Lösung gefunden und es wird so lang dran gearbeitet, bis es auch für den Kunden einfach richtig cool und richtig geil gelöst ist. Und so ist eben auch der Dennis, würde ich jetzt mal so behaupten. Genau, und es ist halt total interessant, weil man sieht, wie wichtig die charakterlichen Eigenschaften in der Zusammenarbeit sind, damit es auch richtig funktionieren kann. Gell? Weil das größte Talent und das größte, ja, die besten Möglichkeiten, Probleme zu lösen, bringen eigentlich letzten Endes nichts oder bringen wenig, wenn man
nicht wirklich Spaß daran hat, mit der anderen Person zusammenzuarbeiten. Mhm. Und umso wichtiger ist es dann, wenn jemand nicht nur technisch oder vom Fach her die Fähigkeiten hat, sondern auch wirklich die charakterlichen, moralischen Werte hat dazu, genau, die man braucht. Dennis, wie ist es bei dir? Weil du hast es ja, du hast vorhin erwähnt, du hast dich so mit Entscheidungen von Vorgesetzten nicht wirklich identifizieren können. Das sagt für mich ja aus, dass du jemand bist, der einfach gerne eigene Entscheidungen trifft und auch gerne eigene Ideen umsetzen möchte. Wie ist es so in dieser eher technischen, code-getriebenen Landschaft? Wie spielt da die Kreativität raus? Also wie lebst du da die Kreativität? Wie ist es zum Beispiel, klassisches Beispiel, also du hast ja meistens immer diesen Druck vom, sag ich mal, du hast irgendein Projekt und hast du einen fixen Preis. Und der ist ja quasi immer auf Stunden getrieben. Also ich habe zwar den einen oder anderen Ansatz von der Agentur gefunden, dass die dieses nach Wertschätzung oder beziehungsweise Werte basierend versuchen, ein Preismodell durchzuboxen. Aber da ich ja hier unten im Dreiländereck, also am Bodensee, da zu Hause bin, ist es ja ziemlich wirtschaftslastig und ich kenne keine Agentur, die nicht auf Preise anbietet, also auf Stundensätze. Also du siehst jedes Angebot mit Stundensätze und da hast du halt deinen Fixpreis. So. Was aber in dieser Kalkulation von diesem Fixpreis nie dabei ist, ist ja deine Wertigkeit und dein ganzen Invest, den du ja quasi bis zu diesem Zeitpunkt heute schon in dich selber zum Beispiel investiert hast, sei es Zeit etc. Also wäre das ja nie irgendwie richtig, diese Kalkulation. Aber was ich jetzt, wo ich es dann immer wieder versuche oder auch immer reinspringe, ist zum Beispiel ein Fancy-Effekt, wie zum Beispiel oben ist Navigation, fadet aus und fadet wieder langsam ein. Gibt es so die klassischen Seiten, wo du einfach dann zum Beispiel hast, du scrollst unten und dann ist auf einmal sprunghaft oben die Navigation weg. So, und das ist aber auch so ein Gimmick. Micha, das hatten wir ja auch schon bei einem Projekt, wo wir einfach gesagt haben, ja, das ist okay, das funktioniert, ist aber jetzt nicht irgendwie hübsch. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, okay, kack drauf, da investiere ich nochmal 2-3 Stunden, um es einfach hübsch zu machen. Und wenn das halt meine Zeit ist, die ich irgendwie aufrauche. Und das ist auch, weil ich sehe, oder beziehungsweise das ist auch diese Last, die ich immer versuche, die ich mit mir rumtreibe, ist, es ist ja nicht die Agentur, die quasi verkaufst, sondern es bist ja auch du irgendwo und dein Name steht ja bei dem Projekt irgendwo mit unten drunter. Und das war bei Agenturen. Klar. Also genau, du sprichst eigentlich von dem Hin- und Hergerissensein zwischen, du musst ein Projekt abarbeiten in einer gewissen Zeit, in einem gewissen Budget, in einer gewissen Wirtschaftlichkeit, idealerweise nur Mordsverdienst für die Agentur, und hast aber da relativ wenig Spielraum, das eben richtig cool zu machen oder nur funktionell oder funktional zu machen. Und ich glaube, von dem Zwiespalt sprichst du, gell, dass du eigentlich da immer relativ wenig Entscheidungsfreiheit hast. Und trotzdem bist du immer der Verantwortliche. Also, exakt. Okay. Am Ende vom Tag bist du eigentlich der Depp. Wenn der Grafiker jetzt irgendwie so geile Sachen rausgehaut hat und du brauchst aber bei dem Code und siehst dann zum Beispiel den ersten Entwurf vom Screen-Design, dann kommt ja auch meistens die Frage, kann man das so umsetzen? Ja, kann man umsetzen und dann wollen sie immer noch einen Preis dazu oder wie viele Stunden brauchst du? Dann kannst du das vielleicht auch noch auf Basis auf diesem statischen Screen-Design auch so kalkulieren und sagen, okay, ja, brauchst du ungefähr. Aber dass eine Webseite halt dementsprechend halt viel größere und mehr Effekte drin hat oder auch zum Beispiel gerade so ein Akkordeon oder so ein Tab-Navigationsmenü und Responsive Design sind halt viel mehr Punkte, die halt dann quasi irgendwo den Coder im Hintergrund dann irgendwie, sage ich mal, das Leben schwer machen, weil die entweder vom Projektmanager oder vom Designer nicht fertig gedacht sind und die hast du on the fly, wo du es halt fertigen musst. Und dann bist du prinzipiell immer über deinem Budget. Ja, also, das ist also ein gutes Argument. Es wird viel nicht fertig gedacht, vor allem von Projektmanagern oft oder von Designern, genau, weil es ja verschiedene Status gibt zum Beispiel. Gell? Und es ist, glaube ich, ähnlich wie in der Fotografie. Da ist es ja auch die Summe, die ein geiles Foto ausmacht. Nur die Summe. Nie die Kamera, nie das Objektiv oder nie das Model alleine, sondern es ist immer eine Summe an Punkten, die einfach stimmen müssen und da ist es eigentlich ähnlich. Genau. Aber andererseits, der Kunde ist ja auch klar, der Kunde möchte einen Preis haben. Und deswegen ist es eigentlich immer eine Schätzung. Mhm. Aber der Kunde, egal was du also auch schätzt, abgibst, da drauf nagelt er dich dann später fest. Klar. Also jetzt kommen wir vielleicht mal gleich auf den Punkt.
Wir hatten ja gestern ein Gespräch, Dennis, gell, und auch die Tage davor, ich bin ja da immer, ich merke das immer relativ schnell. Und mir ist es auch immer wichtig, wenn es einem Kollegen nicht gut geht, ich finde, da kann man auch drüber reden, weil meistens leidet ja dann die eigene Zusammenarbeit auch in irgendeiner Form drunter. Und glaube ich, dann habe ich die ein paar Tage gar nicht erreicht, da war es so wie vom Erdboden verschluckt. Ja, und ein bisschen Ghosting-Effekt betrieben. Genau. Ja, ja, das ist aber auch schon so ein Anzeichen. Ich habe genau gewusst, oh, irgendwas ist los. Gell? Aber so geht es uns halt hin und wieder. Mhm. Und dann haben wir telefoniert, genau, habe ich gemerkt, oh, Dennis hat ein Problem. Was war das Problem, Dennis? Magst du selber mal ein bisschen, also du musst jetzt nicht in die Details gehen und auch nicht irgendwie natürlich oder zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, im Grunde genommen geht es ums Nein sagen. Genau, im Grunde geht es ja, beziehungsweise erstmal, genau, du hast mir ja irgendwie wieder abgeholt und hast gesagt, hey, was ist eigentlich los? Und dann ist es, haben wir schnell zusammen dann quasi den Fehler gefunden und der Fehler liegt quasi letztendlich bei mir oder beziehungsweise allgemein, dass ich es noch nicht geschafft habe und deswegen würde ich dir jetzt eher so als Mentor dann schon bezeichnen, Nein zu sagen. Weil es ist dann quasi doch viel, also waren dann, glaube ich, 3 Projekte gleichzeitig, die ja auch relativ zeitintensiv waren und eine Fertigstellung verlangt haben, obwohl eigentlich genug Vorlaufzeit gewesen ist, muss man dazu sagen. Und das Problem, was ich aktuell habe oder wo ich dann auch versuche, wo wir auch in unseren Telefonaten immer versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, ist, sobald ein Kunde mit mir redet oder auch Chef von einem anderen Unternehmen oder Agenturchef, egal, irgendjemand, der ein Problem hat bezüglich Web, erzählt dann und gibt dann quasi sein Leid weiter und dann ist es, glaube ich, entweder ist es bei mir zu viel Empathie oder zu viel Mitgefühl. Dann haut er dich, oder? Genau, dann hat er mich und dann sage ich, ja, okay, kann ich denn fertig machen? Und am Ende vom Tag ist es aber dann meistens so, dass ich dann quasi der edle Ritter spielen möchte oder bin und abends bis um 12 oder morgens bis um 3 noch dran sitze, um dieses Problem zu lösen, völlig fertig bin und dann natürlich extrem schlechte Laune habe. Weil im Gegenzug ist es dann meistens so, dass die Person, die diesen Druck mir weitergegeben hat, pünktlich Feierabend macht. Klar. Und dann kommt aber im Endeffekt kommt aber auch keine Wertschätzung der hingegen raus. Also dass er sagt, ja geil, cool, dass wir es geschafft haben. Es sind dann meistens die Kollegen, mit denen du zusammengearbeitet hast an einem Projekt, die sich dafür dann noch bedanken. Ja, genau, aber stimmt. Es ist nie immer irgendwie der Kunde direkt oder weißt du, dass dir einfach mal, also die Wertschätzung, ist so ein typisches Danke oder Hervorheben, sonstiges, also das hast du meistens nur bei Kollegen. Aber ich habe es noch nie jetzt direkt von einem Kunden erwischt. Also es ist sehr, sehr, also es muss schon ein sehr extrem guter Kunde sein, mit dem du auch wirklich so irgendwie face-to-face gearbeitet hast, dann kann das natürlich schon vorkommen. Dann ist es auch, glaube ich, eine extrem, also es gibt einen Kunde, mit dem habe ich es in der Form schon gemacht. Da bin ich auch wirklich abends noch bis um 2 morgens dran gesessen an einem Projekt und der war dann auch wirklich neben mir gesessen. Da war Dankbarkeit da und auch Dankbarkeit spürbar. Aber sobald du halt irgendwie übers Telefon und irgendein Leid hat, und dann ist es aber meistens so, dass diese Person dieses Leid hat und möchte das fertig machen, hat aber quasi die Zeit davor verpennt und jetzt ist irgendwie ein Druck. Und der Druck wird dann weitergegeben und den tue ich dann quasi immer direkt in mich aufsaugen und das tut sie halt, so wie du selber schon sagst, Micha, ans ganze Umfeld. Ich spiegel es ja einfach wieder. Ja. Genau. Also ich glaube, da kann man schon mal eine Lebensweisheit raushauen, das muss ich jetzt, das kann ich, aber ich bin schon ein bisschen älter. Aber ich glaube echt, jeder soll sich bewahren, dass man einfach kritikfähig ist und bleibt. Also ich bitte euch, wenn ich ein Arschloch bin, dann sagt's mir's. Und wenn ich mich verändere oder wenn ich nervig bin, dann sagt's mir's. Ich glaube, dieses Kritikfähige, wenn man verliert, gell, und dann so eigenbrödlerisch wird und so ungefähr, wenn ich sage, du, Jordi, was ist denn mit dir los? Also mit dir stimmt doch irgendwas nicht in letzter Zeit. Du bist, und man lässt das nicht mehr zu, dann ist es echt ein Problem. Weil dann verliert man jede Kritikfähigkeit, gell, und blockt ab und so weiter. Deswegen finde ich das immer ganz gut. Das ist so eine wichtige Eigenschaft von einem Mensch, dass man miteinander diskutieren kann. Und wenn ich mich gerade nicht so verhalte, dass es korrekt ist, dann will ich ja, dass man mein Freund oder Kollege, dass es mir auch sagt. Und ich finde das so wichtig, weil das ist gar nicht mehr selbstverständlich. Die meisten blocken dann ab, gehen, dann geht es in Streitereien und dann redet man gar nicht mehr miteinander. Und deswegen finde ich das auch total korrekt von dir, Dennis, dass du das also annimmst, wenn ich sage, sag mal, was ist denn mit dir los? Also du spinnst doch gerade. Also
Und du bist eben nicht beleidigt. Ich finde das erstmal ganz, ganz groß, wirklich. Absolut, ja. Habe ich mir auch gerade gedacht, weil das einfach auch nicht selbstverständlich ist, wie viele Designer und wie viele Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, reagieren da emotional drauf und sind dann gleich mal eingeschnappt, gell, und so quasi misch dich ja nicht in mein Leben ein. Ja, so. Ja, das ist ja so ein Eingriff. Du ziehst ja quasi die Hose runter dem anderen, gell, und das ist so ein Eingriff, das will nicht jeder. Also jeder will das nicht preisgeben, aber ich finde es menschlich eine ganz tolle Eigenschaft, wenn man das macht, also wenn man das zulassen kann. Weil dann kann man alles lösen. Wenn man bereit ist, das anzunehmen, dann kann man das auch lösen. Und ich glaube, Dennis, gell, unser Gespräch hat sich ja super entwickelt. Und du hast ja so ein bisschen eben dein Leid geklagt mit dem Nein sagen. Und ich vergleiche es immer gern, so wie für die Handwerker, vielleicht damit die kaputten Knie kommen. Oder für der Metzger, der irgendwann einmal rheumatische Schmerzen hat vom Leben lang in Kühlräume stehen und so weiter, ist es bei uns diese permanente mangelnde Wertschätzung. Dieses mit Füßen treten von oder Gockerreaktion, Gockerfeedback oder das Vergleichen mit dem 13-jährigen Nachbarsbub, der doch auch eine Drohne fliegt und die Fotos genauso machen kann und oder der kann doch das Design auch machen. Und das erinnert mich jetzt spontan an eine Anekdote aus meiner Ausbildungszeit, wo ich noch im Betrieb war. Ich bin ja jemand, der wirklich dann an seinem Projekt hängt und wirklich auch möchte, dass es erfolgreich wird, weil man möchte ja auch seinen Job gut machen, man hat ja einen Ruf zu verlieren. Und exakt. Man möchte sich nicht irgendwie nachreden lassen, dass man jemand wäre, der initial mal was abliefert und sich dann nicht mehr drum kümmert. Und ich weiß noch damals, zu Betriebszeiten, da hat man immer so einen jährlichen Katalog zu machen, einen Produktkatalog. Und ich weiß noch, wie ich damals mit pfeifferschen Drüsenfieber in der Arbeit gesessen bin und seitenweise diesen Katalog produziert habe, weil ich gedacht habe, der muss pünktlich fertig werden. Ich habe gewusst, es ist momentan niemand anders da, der das macht, weil die Leute entweder im Urlaub waren oder irgendwie selber krank waren oder einfach nicht fähig waren, das in der Zeit abzuarbeiten, weil sie halt selber irgendwie gerade in der Ausbildung gestartet sind. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe am Samstag den Katalog im Betrieb völlig krank und die letzte Bazillenschleuder war ich da, habe den Katalog fertig gemacht. Und es ist sehr interessant, gerade zu dem Stichwort Wertschätzung, wie du gerade gesagt hast, Michi, dass du Stunden um Stunden an was arbeitest, wirklich Herzblut und Grips reinsteckst, das dann dem Vorgesetzten ablegst und alles, was du zurückbekommst, ist ein passt. Oder, oder so. Wenn überhaupt. Genau. Irgendein Feedback, aber es ist halt nicht befriedigend. Meistens kriegst du nur eine drauf, so ungefähr, aber warum ist das nicht gemacht? Ja, genau. Genau. Oder warum hat es so lange gedauert? Ja, genau. Richtig. Ja, und das ist auch interessant gewesen, Dennis, als du erzählt hast, sobald jemand neben dir gesessen ist und den Prozess mit beobachtet hat, plötzlich war die Wertschätzung da. Und es ist genau das Problem, was eigentlich jeder Kreative hat, weil du Designleistungen oder kreative Leistungen nicht siehst, wie bei einem Schreinerberuf oder wie bei einem bei einem Möbelpacker oder jemand, der auf der Baustelle arbeitet, der Schmier voller Öl und voller Schmiere dann am Ende des Tages heimkommt, wo du dem sichtlich ansiehst, wie viel Arbeit er geleistet hat. Das umgemünzt auf die psychische Belastung, die halt nicht jeder sieht und plötzlich wird es als selbstverständlich genommen. Also ich sprich da einmal ein bisschen, ich habe da auch noch ein Projekt vor, was das betrifft, Jordi, die habe ich schon mal erzählt, also dieses digitale Handwerk, dass man einmal zeigt, wie wertvoll das genauso ist. Also nichts gegen das Handwerk an sich, aber auch wir leisten natürlich wirklich Schwerstarbeit und das, ich glaube, es liegt aber, oder diese Ignoranz, die liegt auch nur ein bisschen an der Zeit. Also ich glaube, diese Digitalberufe sind ja eh ein bisschen der Zeit voraus, dass ja viele Menschen diese Digitalberufe noch immer nicht verstehen. Und ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis es da ein bisschen mehr gleichgestellt wird und einfach mehr Verständnis gibt. Ja, wobei, also die Belastung, die wir ja quasi über unseren Kopf
verarbeiten, ist höher als die jetzt beim Handwerk, würde ich sagen. Also da ich habe ja einen kleinen, also ich kann mich aus dem Fenster legen, ich habe gesagt, Zimmerausbildung habe ich hinter mir. Also wir sind morgens dann um 7 Uhr auf der Baustelle gestanden und Dennis, dann abends um 17 Uhr Feierabend. Genau, Dennis, Entschuldigung, ich schließe mich dir an, weil ich habe ja einmal ganz am Anfang ursprünglich Kfz-Mechaniker gelernt. Ich schließe mich dir an. Wir wissen, von was wir reden, weil wir haben das beide schon gemacht. Gut. Genau. Ich kann mich eigentlich dem nur anschließen, indem ich sage, ich habe mit 14 eine 2000 Quadratmeter Halle immer zusammengekehrt, jeden Sommer. Das ist so mein gleich. Beitrag zu dem Ganzen. Nee, aber da bist du abends nach Hause gekommen, du warst fertig, aber du hast halt keinen Gedankensprung mehr gehabt, groß. Genau. Aber am nächsten Tag ging es wieder los. Baustelle, du weißt, was du zu tun hast, die nächsten Schritte waren klar. Bei uns ist es ja aber im digitalen Bereich, du weißt ja nie irgendwie, was kommen kann. Und wenn du, also bei mir ist es ja teilweise so, wenn du Blackbox, gell, ja, stimmt. Wenn du abends ins Bett gehst und du hast irgendwas an dem Tag nicht gelöst, also mir geht's, ich nehme das mit in den Schlaf. Mhm. Und dann merke ich aber, dass der Schlaf richtig beschissen war. Und am nächsten Tag wachst du auf und du bist völlig gerädert. Und da ist es ja, Micha, das haben wir auch gesagt, da ist für mich einfach der Sport. Und nach dem Sport platzt meistens der Knoten, dass du einfach dich rausnimmst und dich nicht selber unter Druck setzt. Also, genau. Aber du hast es gut jetzt gesagt, Dennis, weil das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen. Ich glaube, auch der selbstständige Handwerker, der hat genauso seine Sorgen, um Gottes Willen. Gell? Also das soll jetzt nicht so klingen, dass das einfach wäre jetzt gegenüber unseren Berufen, um Gottes Willen, gar nicht. Aber es stimmt schon, bei uns ist es des Öfteren so, gell, dass wir Punkte nicht lösen können. Und die schleift man dann automatisch irgendwie mit. Im Coding oder im Webbereich ist das sogar noch viel öfter, gell? Und es ist ja in der Regel meistens so, dass Coder oder Webmenschen immer hinterherhängen, weil jeder immer ja die Erwartung hat, es müsste viel schneller gehen. Genau. Ja, und dann nimmt man das mit, genau. Und so geht es dir momentan eher ganz schlimm, oder? Ja, also ich bin ja auf diesen Transformationsprozess, oder will ich es mal so sagen, ich versuche es jetzt einfach mal, so wie wir auch besprochen haben, einfach auch Nein zu sagen oder einfach mich nicht mehr irgendwie zu einem Termin selber irgendwie hinzwingen zu lassen und vielleicht auch einfach mal versuchen auszusetzen, diese Antwort. Ich glaube, wir haben über das speziell oder im Detail gesprochen, dass du doch eigentlich sagen müsstest, dann und dann ist es fertig und dir das eigentlich gar nicht vorgeben lassen darfst. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn der Kunde sagt, und das muss dann und dann fertig sein. Das ist ja völlig sinnfrei. Oder? Um das, ich glaube, mit dem Schlag sich du doch auch ständig rum. Ja, irgendwo, ja, diese, dass der Kunde ja schon, also gerade um diesen speziellen Kunden, wo es jetzt geht, der schon ja eigentlich lang auch vernetzt ist oder quasi ja da ist, irgendwie diese, wie sagt man, Friendship and more, oder ich weiß nicht, wie man es genau sagen kann, aber diese Beziehung hat und halt immer noch dieser von Anfang an mit dabei gewesen hat, so eine Sonderprivileg hat, aber letztendlich das auch teilweise unverschämt mittlerweile wird. Gutes Stichwort, kennt ihr das, was du jetzt gerade sagst, dieses Friendship and more, diese vermeintlichen Kundenfreunde. Da hat auch ein anderer Kollege von mir, der auch nochmal in den nächsten Folgen zu Gast sein wird, der hat da ein paar so spezielle Kundenfreunde. Und wenn der darüber erzählt, das ist so lustig, weil dann heißt es ja Servus und so, als wären wir die besten Freunde, gell? Und dabei will er halt nur ganz schnell was. Und wenn du das nicht machst, dann bist du gar kein Freund, gell? Also diese Kundenfreundschaften, boah, ich halte davon gar nichts. Gar nichts. Immer distanziert und höflich, sachlich behandeln, aber so freundschaftlich siehst du eh, Dennis, gell? Das bringt relativ wenig. Ja, das Einzige, was ein bisschen mal bringt, ja, können wir einen Preis da machen. Also machst du so, oder? Ja. Ich brauche mal eine Website, aha. Ja, aber ja, machst du ja am Wochenende mal kurz. Ja, logisch, klar. Genau. Genau. Ja, und ein bisschen SEO kannst du auch noch machen. Ja, logisch, klar. Freund. Ja, genau, Freund. Der ist schon ein richtiger Kumpel. Ja, ja, genau. Komm, ich gebe dir Zixerfekt Bier aus. Ja, ja, genau, alles klar. Scher dich zum Teufel, hau ab, lass mich in Ruhe. No, ist halt so, aber deswegen haben wir, also ich habe mit, also für Freunde oder Bekannte mache ich in der Form nichts mehr. Also wenn, dann muss es offiziell gehen. Da bin wahrscheinlich jeder irgendwie schon auf die Nase gefallen, gerade nach Ausbildung. Ja, der eine kommt dann sonstiges.
Und ja, ich habe einen ganz tollen Auftrag, wie ich Louis bräuchte der Website. Ja, okay. Mhm. Ja, geht nee. Meistens schief. Ich finde das sehr interessant, gerade bei Freunde oder Bekannte oder sogar im Familienkreis, wenn jemand irgendein Unternehmen startet oder so, habe ich auch schon erlebt, dass dann manche plötzlich in so eine Art Gesinnung verfallen, wo sie sagen, ja, jetzt, also du löst es ja relativ schnell, du kennst mich ja, ich habe jetzt auch nicht so viel Kohle und so weiter. Und, genau, die Nummer. Die nutzen dann tatsächlich so diesen Familienstatus oder diesen Freundschaftsstatus aus, um zu sagen, ja, das, also so viel Geld, wie du den anderen anbieten würdest oder verrechnen würdest, das machst du bei mir nicht, oder? So mit einem genau. Aber das ist in einer total extremen Form, weil, was weiß ich, der Bodenleger oder der Maler, ja, der muss ja trotzdem seine Farbe zahlen und also der konnte schon einen besseren Preis machen, gell? Aber bei den digitalen Menschen, meine ich, das geht alles umsonst. Genau, aber es geht ja noch um ein Ding weiter, so wie der Jordi gerade gesagt hat, da kommen sie daher, versuchen den Familienstatus und dann bleibt es ja nicht dabei, weil der kennt ja vielleicht noch einen Kumpel, der ja auch was braucht und dann soll es ja auch noch den Bonus irgendwie einfordern. Genau. Und dann hast du auf einmal lauter so Low-Budget-Kunden, wo du nicht mehr am Sonntag deine Brötchen kaufen kannst, was einfach hinten und vorne nicht reicht. Ja, genau. Also zum Thema Nein sagen, machen wir ein kurzes Break und dann hören wir uns gleich wieder. Hey, wenn du Ideen für neue Themen hast oder eine wirklich inspirierende Story aus der Kreativbranche kennst, dann lass es uns wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Ja, Dennis, und wie ist jetzt so momentan die Lage? Das heißt, du hast dich letzte Woche quasi verkrochen, oder? Und ja, es war jetzt quasi ja letzte Woche schon extrem oder jetzt, ja, schon extrem die Belastung. Deswegen habe ich mir jetzt quasi die zwei Tage, wo wir keinen Kontakt hatten, habe ich ja quasi einfach mal nur auch das Handy auf Seite gelegt und habe dann einfach mein Zeug weggearbeitet. Mhm. Und habe aber dann quasi auch nach dem zweiten Tag, wo das dann passiert ist, gesagt, es geht so nicht weiter, weil fällt ja alles weg, gell? Fällt wahrscheinlich Sport und überhaupt. Exakt. Also ich finde, schlecht drauf zu sein wegen der Arbeit, das ist furchtbar. Also ich mache das nimmer oder ich versuche das völlig zu vermeiden, weil das ist eins der schlimmsten Dinge. Also wenn man wirklich schlecht gelaunt ist wegen der Arbeit, permanent, das geht gar nicht. Direkt. Eigentlich muss es Spaß machen mit dem, was du tust. Mm. Mein Job macht mir auch Höllenspaß, muss ich dazu sagen. Mm. Nur diesen Pain, den quasi andere einfach weitergeben, das fuckt mich schon ein bisschen ab, muss ich dazu sagen. Ja, es aber wird, dieser Schwamm ist man irgendwie, gell? Man muss so viel privaten oder so viel Sorgenmüll als aufsaugen, was auch nicht. Ja, vielleicht müssen wir uns einfach auf die Visitenkarte noch irgendwie so einen Stempel drauf machen, psychologische Betreuung oder so, man weiß es ja nicht. Also es ist halt so. Aber ja, nach dem zweiten Tag und nachdem wir halt dann telefoniert haben und wir das halt quasi ja auch ausführlich dann quasi dem Problem irgendwie auf den Grund gegangen sind, was es denn sein könnte. Du bist ja auch nicht sicher und jetzt durch Corona Klar. und zu Hause im Zimmer oder im Büro bist du ja eigentlich meistens so alleine. Deswegen haben wir ja quasi auch immer unseren Austausch und habe dann auch aktiv dann wieder, bin dann an dem gleichen Tag noch in Sport gegangen und habe ja auch bewusst einfach mein Handy dann dementsprechend diese anderthalb Stunden auf die Seite gelegt. Mhm. Und dann war es mir auch egal. Oft war es mir auch völlig bewusst. Ja, oft ist es ja nicht so leicht, dass man da seine Gedanken sortiert und immer klar drüber denken kann. Gell? So einfach ist es ja nicht. Ja, aber was mir auf jeden Fall definitiv geholfen hat und was wir hoffentlich auch beibehalten werden, ist ja dieser Austausch. Mhm. Das ist essentiell wichtig, weil quasi die Lebenserfahrung und die du ja schon gesammelt hast, habe ich ja noch in der Form noch gar nicht. Bin ja 2-3 Jahre jünger als du. Ja. Aber ja, es ist einfach dadurch, dass du halt diesen Austausch hast und quasi, aber es ist auch so dieses typische, weißt du, wie deine Eltern gesagt haben, ich hab's dir ja gesagt, es ist halt so. Und ich glaube einfach diese Einsicht und auch ab und zu mal Weisheiten von anderen anzunehmen und drüber nachzudenken, die Entscheidung obliegt ja dir immer selber, genau. Hilft eigentlich schon. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch kritikfähig ist und ja, ich finde so Gespräche immer so wertvoll, weil oft helfen die dir ja nicht gleich weiter, aber dann 3 Tage später kommt wieder so ein Bing, so eine Erkenntnis, ja genau.
Und aus dem Gespräch kann man dann doch so viel rausziehen. Nur, ja, ist ja schön, wenn es aber so selbsthilfegruppenmäßig auch funktioniert. Ja, wir haben tatsächlich schon gesagt, wir sind wie Domian für Kreative. Genau. Müsst ihr da mit meinem Problem mit dem Hackfleisch irgendwie auch noch anrufen? So einfach. Genau. Dennis, kurze Frage von meiner Seite bezüglich dem Nein-Sagen. Hast du dir für die Zukunft irgendwas für dich jetzt zurechtgelegt oder irgendwas vorbereitet, wo du sagst, diesen Prozess halte ich ab jetzt ein? Egal, ob es jetzt rhetorisch ist oder jetzt rein gedanklich gesehen. Ich habe, pass auf, gestern der Fall, vielleicht kann ich den so mit einbauen. Also gestern war auch der Fall, Kunde wollte Anfang August, hätte das Projekt abgeschlossen werden. Da ging es um irgendwelche Banner-Geschichten. Der Kunde kommt nicht aus dem Po, beziehungsweise von der Agentur, der Kunde kommt nicht aus dem Po. Und wir haben gesagt, ja, sie brauchen das jetzt sonstiges und immer mit dem Zeitvorgabe bis morgen früh. So, und sagt, geht gar nicht. Und am Wochenende arbeite ich nicht. Ich kann es dann frühestens am Montagmorgen mir angucken. Und dann schauen wir mal, dass ich es dann vielleicht am Montag oder bis spätestens Mittwoch hinbekomme. Wir arbeiten daran. Das ist so, was ich jetzt quasi so eingefordert habe, dass ich jetzt nicht mehr bis abends um 12 Uhr arbeite, sondern einfach sage, nee, heute geht gar nichts mehr. Und Wochenende ist Wochenende und dann frühestens nächste Woche und dann müssen sie halt warten. Weil es ist jetzt, kann auch nicht mein Druck sein, dass der Kunde da irgendwie Trouble macht, weil der Tag hat nur 24 Stunden, 8 Stunden bist du beim Arbeiten, als Selbstständiger bist du ja meistens dann 12 Stunden beim Arbeiten oder 14 oder mich ja teilweise auch 18, oder? Gibt's auch, oder? Manchmal. Jeder kennt's, oder? Ja, aber ich glaube, der Punkt ist doch, warum kann man nicht Nein sagen? Also, wenn man das mal beleuchtet, warum funktioniert das nicht? Weil in der Regel sind ja irgendwelche Abhängigkeiten da, in irgendeiner Form, in irgendeiner Konstellation, das hat jeder. Und letztendlich geht es um Mut, sonst nichts. Es geht um Mut. Weil wenn ich nicht Nein sage, ist es ja meistens, also aus meiner Sicht jetzt, liegt es ja meistens daran, dass ich Angst habe, es könnte irgendwas eintreten. Und ich glaube, das ist das Problem. Es könnte der Kunde sagen, ja, wenn ich das nicht sofort kriege, dann mache ich mit dir nichts mehr. Und jetzt geht es darum, wer nicht mutig ist, glaube ich, kann das auch nicht verändern. Der kann auch nicht Nein sagen in Zukunft. Weil dessen muss man sich bewusst sein, ich muss das in Kauf nehmen im schlimmsten Fall, dass der Kunde sagt, dann halt nicht, dann mache ich es mit wem anders. Und nur wer bereit ist, das zu tun, glaube ich, kann zukünftig Nein sagen. Ja, also genau, Entschuldigung, die Frage, also ich versuche es täglich mittlerweile, aber es ist noch nicht perfektioniert. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe jetzt irgendwas gefunden, wie ich reagiere. Ich versuche einfach diese Pausen, wenn ich was gefragt werde, zu verlängern, um selber nochmal drüber nachzudenken, dass ich auch die richtige Antwort geben kann, in dem Fall dieses Nein sagen. Also, ist das ja interessant, dass man nicht immer gleich aus den Emotionen heraus oder reflexartig reagiert, sondern wirklich erst einmal einen Schritt zurück und sagt, so quasi die Situation, wie sie jetzt gerade ist, von oben zu analysieren. Exakt. Ich glaube, Dennis, wenn ich das so offen antreten darf, ich glaube, du bist aber fast schon einen Schritt weiter, und zwar, wenn der Körper einschreitet und sagt, stopp. Also, wenn gar nicht mehr der Verstand sagt, oder schon, aber der Verstand kann sich womöglich gerade nicht dagegen wehren, dann sagt er ja irgendwann der Körper mehr, stopp, momentan ist es zu viel. Ich glaube, da bist du ja momentan schon, oder? In der Situation mit schlecht schlafen und... Ja, also es ist also dieser Stress, der da quasi auferlegt wird, hat sich bei mir schon körperlich niedergeschlagen. Ja, also einerseits quasi offene Stellen durchs Kratzen, also sobald ich dann nicht mehr irgendwie im Tunnel bin beim Coden oder so, und am Telefon bin, kommt halt dieser Ruhemodus und dann wandert bei mir zum Beispiel die Hand runter ans Schienbein und dann ist das Schienbein offen. Also es kratzt dann schon so. Also, ist das schon länger? Kannst du das schon länger beobachten? Also ich würde jetzt sagen, dadurch, dass der Druck, also der Sprung in die Selbstständigkeit jetzt quasi auf 100% und ich ja quasi noch Family im Background habe mit drei Jungs, ist dieser finanzielle Druck, glaube ich, der mich selber belastet. Aber
ich muss dazu sagen, also meine bessere Hälfte, meine Regierung, steht ja hundertprozentig hinter mir. Ja, ist wichtig. Und sie sagt ja auch, wir kriegen das schon hin. Aber ich bin halt die Person, die halt selber diesen Druck selber auferlegt. Klar. Du musst mehr machen. Und wenn mehr geht, dann musst du noch mehr erreichen. Aber jetzt hat halt in dem Fall jetzt dieser Körper durch diesen Juckreiz, der halt stressbedingt ist, habe ich jetzt gesagt, also wir waren auch öfters beim Hautarzt und die sagen, ja gut, die Ärzte sind allgemein irgendwie gerade alle Dachlatten, keiner hat keinen Bock, besser einen Job an sich zu machen, ist ja auch irgendwie so faszinierend. Bei denen ist es aber andersrum, ja, die können nicht Ja sagen. ja, genau. Oder du musst halt deine ganze Krankengeschichte schon im Internet auswendig zusammen machen, dass sie dir das richtige Medikament verschreiben. Ist ja teilweise auch so, ist ja traurig, aber ja, ist so. Aber jetzt ist es halt so, jetzt habe ich so verschiedene Vitaminpräparate, glaube ich, bekommen, um quasi das Immunsystem wieder aufzubauen und aber quasi auch zurückzufahren. In dem Fall durch Ausgleich, Sport und einfach keine 14, 18 Stunden mehr am Tag rauszuhauen. Mhm. Wurde schon besser. Aber es ist definitiv noch sichtbar, weil mittlerweile durch dieses Kratzen sind halt echt schon Narben da. Wahnsinn, gell. Also das ist echt übel, allein der Gedanke, dass man da so gefangen und gefesselt ist. Nochmal zurück, gell, zu Gesprächen unter Kollegen, wie wichtig das ist. Also wenn man das offen anspricht, und Dennis, wir sprechen da ja oft, gell, und ich sage auch, du, dann lass das oder lass den Kunden. Wir kriegen das schon. Wir finden auch andere Arbeiten oder andere Aufträge und dann teilt man die ein bisschen auf. Also häng dich an dem nicht fest, mach dich daran nicht kaputt. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, weil ich sage wirklich, also ich meine das wirklich so, aber so gute Kollegen, treue, verlässliche Kollegen, es ist ja wie eine Familie, weil du kannst dich auf das verlassen. Ja? Und das meine ich wirklich ernst, wenn man sagt, Mensch, mach dich da nicht kaputt und dann fällt halt der Auftrag vielleicht weg, aber das kompensiert man dann kümmern wir uns halt um das Projekt und das teilen wir uns dann auf und so kannst du es wieder kompensieren. Also ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich nicht versklaven lässt und das und sich da ewig kaputt macht damit. Dennis, wo kann man dich denn finden online? Also ich muss jetzt sagen, ich bin zwar selbstständig und ich habe auch nur so eine Art Baustellenseite online, aber wenn du Waterproof Wizard suchst, findest du mich, glaube ich, immer noch auf der ersten Seite, obwohl ich eigentlich gar keine Website habe. Also die ist, glaube ich, auch seit 2 Jahren in der Mache. Das ist gut, der Lachanfall ist gut jetzt. aber ja, irgendwie alles andere ist wichtiger. Mit Micha habe ich mich auch schon ausgetauscht und der hat jetzt schon auch gesagt, hey, wie sieht's aus, wir können ja was zusammen machen, irgendwie Social Media technisch. So, ja, machen wir, cool, geile Idee. Und dann, Micha, ich habe keine Zeit, sorry, scheiße, fuck. Aber ja, es ist immer wieder, der Ansatz ist da, aber Kunde ist irgendwie immer permanent wichtiger und das ist aber auch irgendwas, was ich irgendwie ändern muss, weil ich bin der festen Überzeugung, irgendwann fällt es dir einfach auf die Füße. Ja. Auch wenn ich Arbeit völlig ausgelastet bin, bis zum Jahresende eigentlich, es fällt dir irgendwann, holst dich einfach ein und dann ja, bin ich einfach der festen Überzeugung, weil das Einzige, wenn du gesucht wirst, sonstiges, es gibt genug Leute und das beste Marketing, was du haben kannst, ist immer das Mund-zu-Mund-Propaganda und damit habe ich ja gar kein Problem. Weil die Empfehlung kriegst du eh. Und der Kunde, der mit dir zufrieden ist, der kommt auch meistens immer. Wenn es jetzt nicht einer ist, der dich einfach nur ausziehen wollte. Wir haben uns ja auch schon öfter unterhalten, so diese Eigenwerbung oder so ein bisschen um sich selbst kümmern, das ist ja trotzdem genauso wichtig. Und ich glaube, musst du da ein bisschen mehr an Jordi wenden, der ist da ganz inspirierend immer, wenn es um sowas geht. Aber ich glaube, es ist ja immer also ein, man trauert dem ja immer nach, wenn man nie dazu kommt. Und es ist einfach auch nicht richtig, das wissen wir ja. Also wir haben die es vorleben sollen, wie Werbung und Marketing funktioniert. Und selber machen wir immer gar nichts. Das ist eigentlich irgendwie merkwürdig, gell? Aber dir stinkt es ja auch dann Woche für Woche, wenn wir wieder kein freies, kreatives Meeting hatten, gell? Es geht da ja jedes Mal so. Ja, also wir nehmen es uns immer vor, ein bisschen so, was machen wir denn? Oder machen wir irgendein Projekt oder so? Und dann ja, Gott sei Dank. Ja, da könntest du eigentlich direkt im Strahl. Im Strahl könntest du da ab. Ja. es ist einfach so. Also es ist so. Also wie gesagt, die Webseite, die habe ich damals handgecodet.
so irgendwie, dass irgendeine Baustellenseite, ich glaube, die hat in Startseite und Impressum, Datenschutz ist noch drin. That's it. That's it. Ich habe zwar im Background jetzt irgendwo noch eine Tipo3-Webseite, die ja irgendwann auch schon noch befüllt werden müsste und Fotos etc., aber nee. Ja, letztendlich muss man aber sagen, ja, dann änder was, gell? Also irgendwie ist es ja einfach, so Dinge zu ändern, weil man muss sie nur tun oder nicht tun. Aber es ist letztendlich wie ein Hörbuch. Das hört sich richtig geil an und du weißt, du hast die ganzen Werkzeuge, hast du in der Hand. Du weißt, wie es funktioniert, theoretisch. Aber Praxis setzt du es nicht um. Also ich kann es nicht umsetzen. Ich weiß genauso, hey, wenn du einen Tag der Woche nur eine Stunde oder zwei Stunden dir freinimmst für dein Projekt, sind es wenigstens zwei Stunden, die du genommen hast. Klar. Aber nicht mehr die. Wie gesagt. Ja, ich glaube, also vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das ja auch. Man redet sich ja oft leicht, gell, und man kann es irgendwie doch nicht umsetzen. Man hat gewisse Abhängigkeiten, man ist getrieben von irgendwelchen Tagesabläufen und es ist dann einfach schwierig, aber letztendlich muss man irgendwie ausbrechen, weil ich finde halt, wenn, da weiß ich auch, von was ich sprich, wenn der Körper schon so Signale gibt, dann muss man halt drauf hören, weil wenn man das ignoriert, dann, ich finde solche Signale wie nur in Anführungszeichen, gell, in Anführungszeichen nur Juckreiz oder so, da kann man eh froh sein, dass der Körper nicht heftiger zuschlägt und auch das sollte man eben aber nicht ignorieren, sondern ich finde das bedrohliche Signale. Also man muss da unbedingt handeln. Jetzt ist es ja so, dass wir über unseren Podcast ja nicht nur die bereits eingefleischten Kreativen ansprechen, sondern wir wollen ja auch die Jungen ansprechen, die gerade in der Kreativbranche starten, die ihren Weg finden oder die gerade dabei sind, sich vielleicht selber was aufzubauen. Die gerade so mit der Design, mit dem Design-Universum und den ganzen Kunden, die da dazugehören, in Kontakt treten. Dennis, was würdest du denen mitgeben? So von deiner Warte aus gesehen, was sind so Faustregeln oder Grundsätze, die du für dich definieren würdest, die du am Jungen mitgeben würdest? Er soll nicht auf den Strich gehen. Also er soll sich nicht unter Preis verkaufen, definitiv bitte. Definitiv. Also er soll erstens die Preise nicht kaputt machen, weil es sind genug Kunden für alle da. Und er soll nicht irgendwie mit 25 Euro, auch wenn du frisch von der Ausbildung kommst, sowas definitiv hätte, weil die Software allein im Monat, die du ja professionell auch kaufen musst oder auch irgendwie über Studentenrabatt oder was auch immer bekommst, die kostet und die musst du zahlen. Und er sollte sich definitiv, also preislich gesehen, über seinen Stundensatz nachdenken, weil er am Ende vom Tag muss er ja quasi sein Brot selber verdienen. Und das kriegt er halt mit, also teilweise mit den 25 Euro, was ich da schon gesehen habe. Und da sind halt auch ich sage jetzt nicht, dass überall Meisterwerke rauskommen, aber das ist immer der Kunde zahlt ja das, was er kriegt. Und wenn der Kunde mit dir irgendwie ins Geschäft kommt, dann muss er auch dementsprechend preislich das zahlen, was du verlangst. Und wenn es nicht ist, dann soll es auch nicht sein. Also das ist, aber er soll sie nicht versklaven oder irgendwie Bitch für irgendjemand werden. Einfach Brust raus und einfach, denke ich mal, kritikfähig sollte man sein. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, auch wenn du mal Anschiss bekommst. Aber besser ein negatives Feedback wie gar kein Feedback. Und nicht unter Wert verkaufen und trotzdem sich selber treu bleiben am Ende vom Tag. Und ganz konkret jetzt bezüglich Nein sagen, wenn jetzt so ein Junger den Druck erleidet, egal ob das jetzt irgendwie ein Kunde ist, den er an Land gezogen hat oder ob das da vorgesetzt im Betrieb ist, wie würdest du sagen, kann man seine Grenzen erkennen und das auch kommunizieren? Wenn du jetzt, also ich würde ihm so sagen, wenn er sagt, okay, er braucht dafür 5 Tage, dann würde ich sagen 2 Wochen. Weil du weißt ja nicht, was dazukommt. Wenn noch ein Kunde dazukommt, dann hast du nämlich nicht mehr, dann hast du nicht nur 5 Tage hardcore für den Kunden gearbeitet. Und das ist ja bei uns in der Praxis ist es so, dass wir nicht nur für einen Kunden arbeiten, sondern für mehr. Und deswegen die Spanne immer mal 2 machen. Minimum. Oder seht ihr das anders? Also das wäre jetzt mein Vorschlag. Ja, aber man merkt schon, ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht, was du gesagt hast, aber man merkt schon, das ist ja fast vielleicht das nächste Ei, das man sich selber legt. Vielleicht, gell? Weil wenn du es in der doppelten Zeit auch nicht schaffst, dann bist du wieder vor dem Problem. Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin aber ja schon ein bisschen älter. Also ich glaube, dass es jetzt
dass man schon, je älter man wird, umso besser zehrt man von der Berufs- oder Lebens- oder und Lebenserfahrung. Ich habe da, muss ich wirklich sagen, die letzten 10 Jahre unfassbar viel gelernt. Also die Essenz in meinem Leben eigentlich gelernt. Aber was das Nein-Sagen betrifft, was Umgang mit Kunden betrifft, ich habe da dermaßen mein Gleichgewicht gefunden, das kann ich gar nicht beschreiben. Also das ist total ausgewogen, völlig entspannt. Also mich kann da gar nichts mehr erschüttern. Und wenn ich jetzt erklären müsste, an was liegt es, dann ist es bestimmt als erster Punkt die Lebenserfahrung, weil ich habe alles schon durch. Also ich kenne die Leute, die schreien, die schimpfen, die schreien und springen und meinen damit, mit noch größerem Druck ändern sie diese Situation. Und nein, das muss schneller gehen und Ding. Und wenn man diese ganzen Scharaden durch hat, dann lässt einen das irgendwann mehr völlig kalt, weil man genau weiß, die können ja noch so schreien und Druck machen, deswegen zauberst du die Website ja auch nicht schneller hin. Dann frage ich jetzt mal direkt provokant, bedeutet das dann, dass man diese Strapazen und Leiden erst durchleben muss, um dahin zu kommen? Ja, meiner Meinung nach definitiv ja. Und änderbar ist es nicht durch die Kunden oder nicht durchs Klientel, sondern du bist selbst dafür verantwortlich. Nur du. Also nur ich kann die Situation ändern. Nicht der vermeintlich schlimme Kunde, weil der nächste schlimme Kunde wartet schon. Ja, und ich finde, man muss es durchleben, weil man dann weiß man ja nicht, was man ändern muss. Also wenn man es nicht durchlebt, dann spürt man ja das Leid nicht. Und ich glaube, es ist ja immer erfahrungsgemäß, wenn man es selbst durchlebt, dann weiß man, was man nicht mehr spüren will oder welchen Schmerz man nicht mehr spüren will. Könnte man nicht aufgrund von Erfahrungen anderer so handeln? Also wenn ich sehe, wie es jemandem gegangen ist, zum Beispiel am Dennis oder dir, wenn ich das eins zu eins miterlebe, nicht an mir selber, sondern ich sehe, wie es dir geht oder ich sehe, wie es am Dennis geht, und ich habe diese Lebenserfahrung noch nicht, kann ich mir das trotzdem zunutze machen? Natürlich, klar. Also bin ich 100% überzeugt. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen auch am Menschen selber. Wenn man das sieht und genauso darunter leidet oder auch diese Heftigkeit erspürt, gell? Ich glaube, natürlich kann man das dann auch umwandeln in seinem eigenen Handeln. Dennis, wir wären jetzt zeitmäßig eh schon so ziemlich ans Ende gekommen. Also war wirklich, wirklich tolles Gespräch, muss ich dazu sagen. Also sehr aufschlussreich. Haben beide sehr viel mitgenommen draus. Hast du irgendwelche Schlussgedanken, dass du uns oder auch den Zuhörerinnen und Zuhörern noch auf den Weg geben möchtest? Sorgt für Ausgleich. Sorgt für euer persönlichen Ausgleich. Den braucht er. Das ist so der Satz zum Schluss, den ich weitergeben würde. Gut Stichwort, weil ja, es ändert alles, gell, wenn man, ja, weil es geht immer in Richtung Gleichgewicht. Es geht immer darum, die Waage runterzudrücken, gell, und in die andere Richtung zu pendeln. Und somit glaube ich, ja, sorgt für Ausgleich ist ein gutes Stichwort. Das ist jedes Gespräch oder auch einmal um den Block rumlaufen, ändert einfach die Sichtweise teilweise, weil genauso, wir hatten auch mal eine Auseinandersetzung gehabt, da hast du, glaube ich, mir auch mal ziemlich deutlich gesagt, dass es so aktuell nicht geht. Muss ich da sagen, dabei war natürlich auch ziemlich angefressen. aber das Gute ist ja quasi, an dem Tag ist es so. Dann kannst du abends beleidigt sein, sonstiges, aber wenn du drüber nachdenkst, am nächsten Tag sieht es halt anders aus. Du musst aber drüber nachdenken können, aber das bedeutet auch, du musst kritikfähig sein. Ja, das stimmt. Und deswegen einmal um den Block laufen, wenn du ein Problem nicht löst, mach die Scheißkiste aus und setz dich am nächsten Tag erst dran oder mach irgendwas anderes, aber beschäftige nicht dich weiter und versuch dies abends einfach irgendwie abzustreifen oder geh abends in Sport oder morgens. Genau. Nicht, einfach nicht zu verbissen sein, gell? Also wirklich den Spaß nicht verlieren, nicht zu verbissen, weil genau, weil das fuckt dich nur ab. Das fuckt dein ganzes Leben ab. Ja, das stimmt. Genau, sonst was denn ist dann, dann wünschen wir da auf alle Fälle, dass das in nächster Zeit besser wird und ja, sich wieder ins Positive wandelt.
dass mehr Nein sagen kannst natürlich. Das ist auch ganz wichtig. Gell? Also zieh es durch, aber ich werde dich daran erinnern. Ich stelle dann ein Rezept aus und psychologische Stunden wieder bei mir. Genau. Aber ich würde sagen, wir hören uns dann irgendwann zu einem anderen Thema wieder. Ja. Vielleicht einmal auch zu irgendeinem Projektthema oder so. Ich denke, dass sich da bald wieder was ergibt, oder? Was meinst du? Ich bin da. Super. Jordi, hast du noch ein Wort? Es ist alles gesagt. Vielen Dank, Dennis. Dennis, danke, bis die Tage. Ciao. Ciao. Ja, Michi, was sagst du? Cooles Gespräch, oder? Absolut. Ich finde schon. War sehr ehrlich, war sehr offen. Mhm. Ja. Natürlich muss ich von meiner Warte jetzt auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung wie du oder der Dennis, gell? Also ihr könnt da wesentlich mehr drüber berichten, aber trotzdem unglaublich wertvoll für junge Menschen, für solche, die das vielleicht gerade jetzt durchleben, genauso in der Form, ja. Die vielleicht auch nicht weiter wissen und irgendwie meinen, sie müssen alles und jedem gerecht werden, indem sie zu allem Ja sagen. Also wirklich, wirklich toll. Und ich schätze auch wirklich an Dennis als Person, weil er halt so ehrlich ist. Gell? Also absolut, ja. Er schert sich ja gar nicht drüber, wirklich da mal Transparenz zu zeigen und, genau. und Emotionen zu zeigen, ja. wie es ihm dabei geht, was er daraus gelernt hat. Also wirklich cool. Ja, finde. Also ich glaube schon, dass er lehrreich war und dass man also ein bisschen dieses Warnsignal drin gespürt hat und ja, dass man merkt, was man nicht tun soll und dass man da einfach aufpassen muss. Und ich glaube, es schadet nicht, wenn man da schon mal die Leute oder auch unsere Kollegen da draußen und Kolleginnen ein bisschen warnt und immer so alles in der Waage halten. Gell? Genau, so ein wichtiger Gedanke auch für mich, den ich persönlich mitnehmen kann. Es gibt genug Kunden für alle. Genau, hat der Dennis gut gesagt. Genau. Und wenn man Nein zu den Kunden sagt, die einen nur ausnutzen möchten, klar entsteht dadurch vielleicht irgendein Loch. Aber du schaffst damit auch Platz für die Kunden, die dich wirklich wertschätzen, die das Handwerk, Design wertschätzen und mit denen du dann wahrscheinlich auch länger zusammenarbeitest. Genau. Mutig sein und mein Motto ist immer, keine Angst vor nichts. Schönes Schlusswort. War schön, mit dir die Folge aufzunehmen und gleichfalls. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Servus.